Nach dem Ausrutscher des PFC gegen Chemnitz empfängt der Tabellenführer aus Greifswald Viktoria Berlin. Für den erkrankten Jakubow steht erstmals Ian Werner zwischen den Pfosten. Zweimal durfte der Winterneuzugang aus Hoffenheim bereits im Pokal ran. Jetzt seine Regionalliga-Premiere unter Lars Fuchs gegen Sammy Keskin und Viktoria Berlin. Greifswald überhaupt erst mit einer Saisonniederlage. Guido Kotscher schickt Kratzer. Niklas Petsch ist da. Er hält wie schon beim 1:5 gegen Jena den Vorzug vor Florian Horenburg. 23 Minuten gespielt. Der GFC mit viel Ballbesitz, aber noch mit wenigen zwingenden Offensivaktionen. Schmedemann, Coskun über die linke Außenbahn würde im Falle eines Aufstieges reichlich Drittliga-Erfahrung mitbringen. 97 Spiele für den FSV Zwickau. Coskuns Hereingabe landet direkt im Tor. 1:0 Greifswald. Coskun traf bisher überhaupt erst in einem Spiel. Doppelpack im September in Luckenwalde. Sein drittes Saisontor, ein ganz krummes Ding. Die Hereingabe landet im kurzen Eck. Antwort Viktoria nur 22 Sekunden nach Wiederanpfiff. Badja leitet den Angriff ein. Falcao. Und dann findet Deels Hereingabe den 1,95 großen Fatih Badja. Postwendend der Ausgleich. 1:1 Viktoria. Die Berliner mit nur einem Sieg aus den letzten 5 Spielen. Hinzu kommt die höchste Saisonniederlage am letzten Spieltag zu Hause gegen Jena. Klasse Reaktion der Gäste. Badja türmt sich auf gegen Coskun und Vogt. Der GFC kurz geschockt vom Gegentreffer. Nur eine Minute später. Die letzten 2 Aufeinandertreffen hat Viktoria nicht verloren. Lukas Falcao. Der Brasilianer mit einem sehenswerten Fallrückzieher. Ein Hauch von Maracana im Volksstadion zu Greifswald. Die Greifswalder über Standards immer brandgefährlich. 28. Minute. Coskun, Petsch, Sanin und Benjamina. Starke Dreifachparade des 19-jährigen Viktorianers. Bei Union ausgebildet, wechselte im Sommer von der eigenen U19 zu den Profis. Greifswald drückt auf die Führung. Der GFC stellt das beste Team der Rückrunde, verteidigt den ersten Platz seit dem 14. Spieltag. Janis Fahr schickt Benjamina, Leo verschätzt sich. Und dann nimmt der Top-Torjäger der Greifswalder Maß. Sofian Benjamina mit dem 2:1 für Greifswald. Der Tabellenführer stellt die alte Ordnung wieder her. Da lässt sich Benjamina nicht zweimal bitten. Schließt über der Schulter von Petsch ab. 15. Saisontor für den Top-Torjäger der Greifswalder. Und so geht der GFC mit einer 2:1 Führung in die Halbzeitpause. Viktoria beginnt druckvoll in Durchgang 2. Falcao, Deel, Kühn. Und dann der leichte Armeinsatz von Coskun gegen Skakun. Zu wenig für einen Elfmeter. Tim Gerstenberg lässt weiterlaufen. 50. Spielminute. Nach 2 Unentschieden gegen den BFC und Luckenwalde folgte der Sieg bei der Hertha. Jetzt will Greifswald gegen Viktoria nachlegen. Kotscher, Coskun. Und in der Mitte hält Kratzer den Fuß hin. 3:1 Greifswald. Liu zu passiv gegen Coskun und dann passiert die Hereingabe Niklas Petsch im eigenen 5-Meter-Raum. Kühn steht zu weit weg und Elias Kratzer mit seinem 5. Saisontor. Greifswald sorgt frühzeitig für klare Verhältnisse, aber hat noch lange nicht genug. Der eingewechselte Cabrera geht im Zweikampf mit Kühn zu Boden. Tim Gerstenberg entscheidet auf Strafstoß in Minute 72. Ein schmeichelhafter Elfmeter für den GFC. Sofian Benjamina wird antreten. Auf dem Weg zum Doppelpack und zu seinem 16. Saisontor. Gegen Niklas Petsch. Benjamina verzögert und verwandelt. Greifswald nutzt den Patzer des BFC und gibt den Cottbusern keine Chance in der Tabelle aufzuholen. Benjamina eiskalt vom Punkt. Zum 4:1 Endstand.
sind sehr, sehr dankbar und wir sind sehr froh, dass wir gegen einen starken Gegner, wo wir im Hinspiel Riesenprobleme hatten und man sieht ja auch in den Top-Spielen, sie echt immer gut sind, dann am Ende einen klaren Sieg für uns eingefahren haben. Und ich glaube, entscheidend immer noch in der Zeit ist einfach die zweiten Bälle zu gewinnen und da waren wir am Anfang noch nicht so drin und über das Spiel haben wir dann aber wichtige Bälle gekommen. Wir haben ein besseres Umschaltspiel gehabt als Viktoria, was sonst ihre große Stärke ist und das war der Schlüssel heute. Ich glaube, es geht um die Grundtugenden, es geht um Leidenschaft, um Passion. Ich glaube, dass die Gefahr immer besteht, dass man in einer Saison so ein bisschen an Emotionalität verliert und das kann es nicht sein, das darf uns nicht passieren. Vor allem als junge Mannschaft nicht, dass wir dann teilweise heute, ich glaube, die ersten zwei Tore fallen durch den Konter. Das darf auswärts halt einer jungen Mannschaft nicht passieren, dass man da in Unterzahl erwischt wird. Und ich glaube, es ist klar, dass ein Sofyan Beniamina die Qualität hat, so eine 1-gegen-1-Situation auch reinzumachen. Wir schauen auf jeden Gegner und natürlich schauen wir jetzt auch, wenn wir jetzt 9 Spieltage oder wir haben jetzt noch 8 Spieltage vor Schluss, schauen wir auf BFC und auf Cottbus. Das ist aber ganz normal und das ist logisch. Und trotzdem wusste ich noch nicht, dass Cottbus führt, sondern wir haben uns auf unsere Sache konzentriert. Das haben wir, denke ich, ganz gut gemacht und klar haben wir auch BFC das Ergebnis gestern zur Kenntnis genommen. Viktoria kassiert 9 Gegentore in 2 Spielen und Greifswald macht seine Hausaufgaben und trifft nach Erfurt und Rostock im Spitzenspiel auf Energie Cottbus.